Sehr guten Abend, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Hallo. Hi. Servus. Schönen guten Abend hier im Studio, auch eben zu Hause. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freue mich doch auf jeden Sonntag, an dem wir Sie aus dem Wochenende hinaus begleiten können. Wir unterhalten Sie dabei. Ich verspreche Ihnen aber auch, dass Sie etwas lernen werden. Etwas lernen aus dem schönsten Bundesland der Welt, aus unserem Hessenlande nämlich. Sie können mitquizzen, wie immer. Schauen Sie einfach im HR-Text auf die Texttafel 800. Da steht, wie das funktioniert. Und ansonsten schlage ich vor, legen Sie die Füße hoch, schenken Sie sich noch ein gutes Gläschen ein, noch vielleicht noch eine Aalwurst in die andere Hand, drehen Sie ordentlich laut, dass die Nachbarn mithören, um was für ein Programm es sich hier handelt. Und dann lassen Sie sich unterhalten und auch mit ein paar neuen Ausflugszielen und anderen Schönheiten unseres Landes konfrontieren. Vier Kandidaten habe ich und die stelle ich jetzt vor. Bitte begrüßen Sie heute Abend recht herzlich mit mir zusammen Thomas Häuser, 48, aus Villmar, Bankkaufmann. Durch einen nackten Mann wurde er nüchtern. Hier ist Gabi von der Heidt, 57, Gießen, sie ist Verkäuferin. Thomas Gottschalk steht auf ihre Füße. Hier ist Brigitte Ebert, 47, aus Hofbieber. Kaufmännische Angestellte ist sie. Sie sorgt in ihrer Firma für Erotik. Und wir begrüßen Marcel Kircher, 26, aus Altenstadt. Verwaltungsfachangestellter. Er führt ein Doppelleben. Das sind meine Kandidatinnen und Kandidaten. Eine heiße Mischung heute Abend. Eine heiße Mischung. Aber das ist ja die Stärke von uns Hessen. Wir sind sehr vielfältig und meine Kandidaten haben einiges zu bieten heute Abend. Das haben Sie schon gehört an den Schlagzeilen zu Ihnen. Aber in Sachen Hessen haben Sie auch viel zu bieten. Das wollen wir jetzt beweisen. Drei Fragerunden. Hier ist die erste. Und wie immer beginnen wir das große Hessen-Quiz mit einer Erdkunde-Frage. Stadt, Land, Fluss steht drüber. Jeder der 21 hessischen Landkreise hat ja was Besonderes zu bieten. Drei der Landkreise haben in jüngster Vergangenheit ein neues Attribut hinzubekommen, wie eine Erhebung ergeben hat. Dazu nun meine erste Frage. Die hessischen Landkreise Fulda, Lahn-Dill und Rheingau-Taunus sind die hessischen Landkreise, in denen es A. am windigsten ist, B. wieder Wölfe gibt, C. am seltensten schneit oder D. große Erdölvorkommen gibt. Antwort bitte jetzt. 15 Sekunden haben meine Kandidaten wie immer Zeit, die richtige Antwort zu finden. Was verbindet diese drei hessischen Landkreise? Fangen wir mit der Gießnerin an. Gabi, schießen Sie los. Warum? Weil es bei denen am windigsten ist. Das ist jetzt meine Idee. Weil Wölfe, das habe ich also noch nicht gehört, dass die da aufgetaucht sind. Also Erdölvorkommen gar nicht. Was für mich noch übrig blieb, war dann Wind und Schneien. Aber ich muss leider sagen, ich komme da nicht so oft hin. Da war es für mich jetzt klar, Baum, diese Gegend, da ist es windig. Und da haben Sie recht. Ah, stimmt, wo es am windigsten ist, eigentlich klar. Denn hier gibt es zahlreiche Mittelgebirgsausläufer. Und oben ist es im Durchschnitt eben windiger. Herausgefunden wurde das übrigens beim Erstellen einer hessischen Windkarte. Denn für die Energiewende sucht man Gebiete, in denen man effektiv Windkraftanlagen betreiben kann. Gute Gründe gibt es immer für viele Antwortmöglichkeiten. Nächste Chance, nächstes Thema. In Hessen gibt es wie in allen Bundesländern eine Reihe von obersten Gerichten. Sie sind auf die größeren Städte unseres Landes verteilt. Und wenn man einen Prozess führen will, dann sollte man natürlich wissen, wo die Gerichtssitze sind. Kassel zum Beispiel kann gleich mit zwei obersten Gerichten aufwarten. Die Frage lautet: Welches hessische oberste Gericht hat neben dem hessischen Verwaltungsgerichtshof seinen Sitz in Kassel? Das hessische A. Landesarbeitsgericht, B. das hessische Finanzgericht, C. das Landessozialgericht oder D. das Verfassungsgericht? Antwort bitte jetzt. Thank you.
Marcel, fangen wir mit Ihnen mal an. Sie glauben, es handelt sich um das Finanzgericht. Wie kommen Sie darauf? Ja, also nun, das Sozialgericht habe ich ausgeschlossen. Das vermute ich eher in den südlichen Teilen Hessens. Mhm. Das Landesarbeitsgericht hätte ich jetzt eher in den Frankfurter Raum auch hineingeschoben. Und Verfassungsgericht habe ich noch nie gehört für Hessen. Und da habe ich das Finanzgericht genommen. Sie sind der Einzige in der Runde, der das so sieht. Und Sie sehen es richtig. Bestimmt das hessische Finanzgericht. Guck mal, so sieht das aus. Das Landesarbeitsgericht hat nämlich seinen Sitz in Frankfurt. Das hessische Landessozialgericht sitzt in Darmstadt. Und das hessische Verfassungsgericht, also eigentlich der Staatsgerichtshof, ganz offiziell des Landes Hessen, das sitzt in Wiesbaden. Da gehen die dann alle in der Verhandlungspause schnell mal ins Lumen, einen Kaffee trinken und dann wird weiter verhandelt. Richtig also, B, das zweite oberste Gericht, sitzt als Finanzgericht in Kassel. Wir sind beim nächsten Thema, Klatsch und Leute. Formel-1-Fans in Hessen konnten sich ja in den letzten Jahren über viele Siege freuen. Ist ja ganz klar mit unserem Heppenheimer Bub, dem Sebastian Vettel. Aber 2012 konnte sich ein zweiter Hesse in die Siegesliste der Weltmeisterschaft eintragen. Jetzt kommt natürlich zwangsläufig die Frage dazu. Wo gewann der gebürtige Wiesbadener Nico Rosberg im April 2012 sein erstes Formel-1-Rennen? In A. Shanghai, B. Barcelona, C. Melbourne oder D. Monte Carlo. Die Zeit läuft. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich sehe hier viermal A, obwohl Sie gerade schon dran waren, Marcel. Sie sind ja Formel-1-Fan. Sie sagen A, Shanghai. Wie sicher sind Sie denn? Hundertprozentig sicher. In Barcelona hatte Mark Webber gewonnen, genauso wie in Monte Carlo. Und in Melbourne gewann Jenson Button und so blieb Shanghai übrig für Nico Rosberg. Hat die Hofbieberin neben Ihnen, Brigitte, dem noch etwas hinzuzufügen? Nee, eigentlich nicht, weil ich seit dem letzten Rennen erst so richtig Formel-1-Fan geworden bin. Das war ja so spannend. Vorher hat mich das nicht so interessiert. Aber das ist, denke ich, die richtige Antwort. Shanghai, also sagt ihr ja alle vier. Das. Natürlich Shanghai. In seinem 111. Grand Prix feierte Rosberg seinen ersten Sieg und bescherte dem Mercedes-Werksteam den ersten Formel-1-Erfolg seit 1955. In dieser Pose liegt er immer auf seinem Wagen, wenn er nicht gerade drin fährt, und guckt so, was so an Frauenwelt an ihm vorbeiläuft, vermute ich mal. Ist ja auch ein hübscher Kerl. Also die Mädels werden schon denken, jo. Jo. Ja. Nächstes Thema, meine Lieben. Vergiss mal nicht. Im Mai 2006 sorgte Greenpeace in Frankfurt für eine spektakuläre Aktion. Aus Protest gegen die Rodung des brasilianischen Urwaldes vergriff sich die Umweltorganisation an Frankfurter Bäumen. Es wird Sie nicht überraschen, dass das meine Frage jetzt auch betrifft. Was hat Greenpeace im Mai 2006 mit zahlreichen Bäumen in der Frankfurter Innenstadt gemacht? Die Bäume A. mit Äxten abgeholzt, B. mit Trauerschleiern verhängt, C. chemisch entlaubt oder D. symbolisch angezündet? Antwort bitte jetzt. Grund hierfür war die Rodung des brasilianischen Urwaldes. Die Rodung des brasilianischen Urwaldes. Wie wird Greenpeace hier gearbeitet haben? Thomas, D, die haben die Bäume symbolisch angezündet? Ja, wenn es dann um Symbolik geht und um Rodung und Brandrodung, dann denke ich, macht das irgendwie Sinn, das symbolisch anzuzünden. Brand, so bin ich bei D geblieben. Brandrodung ist natürlich eine wichtige Herleitung. Und D ist richtig. Symbolisch angezündet wurden die Bäume unter dem Motto Amazonien brennt für unser Essen. Verkleideten Greenpeace-Aktivisten 2000 Bäume mit Postern, mit Flammenmotiv und protestierten damit gegen die Brandrodung des Amazonas-Regenwaldes. Meine Güte. Brigitte, jetzt muss ich ja mal fragen. Sie sorgen in Ihrer Firma für Erotik. Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Können Sie mir erläutern, wie das funktioniert? Ja, also ich bin in einer Entsorgungsfirma tätig, im Vertrieb und habe natürlich den ganzen Tag mein Headset an.
Und wenn ich dann einen Kunde dran habe, also ich habe natürlich ganz viele Kunden am Tag dran, denen ich halt irgendwas verkaufen will oder die bei mir ihren Müll anmelden. Ja. Und ja, dann habe ich schon des Öfteren gesagt bekommen, hat Ihnen eigentlich schon mal jemand gesagt, dass Sie eine ganz tolle Telefonstimme haben? Das musste ich bejahen, weil ich das ganz oft gesagt bekomme. Ja. Ich weiß, sie ist sehr tief, sie ist ein bisschen rauchig. Und ja, dann haben auch schon manche gesagt, sie könnten eigentlich einen ganz anderen Job machen mit ihrer Stimme. Ja. Ja, haben meine Kollegen in der Firma auch schon gemeint, könnte ich doch noch so nebenbei machen, so beim Bügeln, ja, dass ich da so Anrufe entgegennehme. Aber das möchte ich natürlich nicht. Aber meine Stimme hat mir schon dazu verholfen, dass ich schon Kuchen in die Firma gebracht bekommen habe, Kaffee geschenkt bekommen habe, zum Essen eingeladen worden bin und so. Toll, und wir sind bei der Mundart. Bei der Mundart widmen wir uns in diesem Falle Osthessen. Ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, der folgende Begriff hat irgendwas mit Zeit zu tun. Hier ist die Frage. Was bedeutet der osthessische Begriff ähnlich Nächte auf Hochdeutsch? A. Vorgestern. B. Übermorgen. C. Um Mitternacht. D. In der Abenddämmerung. Karl Maidrober, die Zeit läuft jetzt. In Osthessen sagen sie ähnlich Nächte. Ähnlich Nächte. Da darf man ja nie eine Panne haben und sich nach der Straße erkundigen. Der Thomas sagt vorgestern, der Filmmacher, ähnlich Nächte. Jetzt helfen Sie mir mal, wie Sie da aufkommen. Ja, das ist, es gibt so etwas ähnliches, Sellischmold. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das heißt auch vorgestern oder also vor ein paar Tagen. Und ich sag mal, Nächte, das habe ich zugeordnet, das heißt nachts und das heißt entweder vor einer Nacht oder nach einer Nacht. Deswegen habe ich mich zwischen vorgestern und übermorgen entscheiden müssen. Und dann habe ich gedacht, naja, dann guckst du mal rückwärts und nimm dann vorgestern. Und Sie liegen zusammen mit Brigitte richtig, denn vorgestern ist gemeint mit ähnlich Nächte. Tja, wer das wusste, ist jedenfalls nicht von ähnlich nicht und wird deshalb mit Punkten belohnt. Wir sind am Ende der ersten Runde, haben einen Punktegleichstand bei Gabi und bei Brigitte. Ich rette mich wie immer mit einer Schätzfrage aus der Bredouille. Passt auf. Es gibt Daten, die sind zum Heiraten besonders beliebt, wie zum Beispiel der 11.11.11. Das war so ein Termin. Deshalb an die beiden Kandidatinnen meine Frage. Wie viele Eheschließungen gab es am 11.11.11 in Hessen? Wer von Ihnen beiden anfängt, entscheidet unser Zufallslichtgenerator. Wie viele Eheschließungen gab es am 11.11.11 in Hessen? Gabi, Sie fangen an. 32. 32 sind gesetzt. Also dann sage ich mal, dass es jetzt nicht zu hoch ist, 37, aber es waren mehr. 37. Sie liegen beide ganz dicht dran, denn richtig ist 867. Etwas weiter weg hat die liebe Gabi gelegen. Ihr Hessen-Gewiss Gewinnspiel, liebe Gabi. Vielen Dank, mit besten Grüßen nach Gießen. Und wir sind beim Runde Nummer 2, meine Lieben. Und wir sind jetzt beim ersten Thema und das heißt, was ist was? Ich verrate schon mal, wo wir waren. Wir waren nämlich in Alsfeld in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Die Kinder dort haben uns ein hessisches Märchen erklärt. Und ich bitte jetzt meine Kandidaten, genau aufzupassen, von was für einem Märchen reden die hier? Drücken Sie auf Stopp, wenn Sie glauben, Sie wissen es, dann gibt es 150 Punkte. Liegen Sie daneben, machen die anderen bei diesem Thema alleine weiter. Die Frage ist, um was für ein Märchen geht es hier? Ich schalte um nach Alsfeld. Also, da war seine Prinzessin. Nein. Und er hat gesagt, guck mal da hinten, da sind schöne Blumen. Jetzt bin ich ja wirklich platt. Also nach diesen wichtigen Informationen, die wir da gehört haben, sagt der Altensteller, ich weiß, was es ist. Also ich würde sagen, Prinzessin und da hinten sind schöne Blumen und dann diese Schnarchgeräusche, würde ich schon sagen, Dornröschen ist es. Dornröschen ist falsch. Sie liegen daneben, Marcel. Die beiden anderen machen weiter. Weiter mit Alsfeld. Und die Schere genommen, aufgeschnitten, kam raus und dann Steine rein. Der nächste Anlauf. Jetzt versucht's der Filmmacher. Das müssten dann wohl der Wolf und die sieben Geißlein sein. Ja.
Der Wolf und die sieben Geißlein ist falsch. Einen haben wir noch im Rennen. Haben wir noch im Rennen. Brigitte, Sie haben die letzte, als letzte in der Runde die Chance, 150 Punkte zu machen. Okay. Ich schalte um. Es geht weiter mit Alsfeld. Welches Märchen? Und da ist er dann gestorben. Da kommt eine Oma drin vorne, Mama. Und da ist es durch den Wald gegangen. Und soll ich sagen? Sie müssen es sagen. Das Rotkäppchen. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Ja, das ist dann durch den Wald gegangen und wollte seine Oma besuchen. Und die Oma lag ja eigentlich im Bett, aber der böse Wolf hatte da schon erwartet. Das war dann auch das Aufschneiden und das Schnarchen. Rotkäppchen ist richtig. Brigitte aus Hofbieber hat's gerissen. Vielen Dank an die Kinder der Gerhard-Hauptmann-Schule in Alsfeld. Das habt ihr richtig klasse gemacht, ihr Lieben. Und wenn Sie auch Kinder haben in Ihrem Umfeld, an der Schule, Kindergarten, melden Sie sich bei uns. Wir kommen gerne mit unserem Team und lassen auch Ihre Kinder fürs Hessen-Quiz erzählen, wie Ihre Landschaft aussieht, wie Ihre Stadt heißt oder wie ein Märchen funktioniert. Punktestand, hey, jetzt führen Sie, Brigitte, mit 250. Vor Thomas mit 200, 150, der Altenstädter mit guten 150, im Moment auf dem dritten Platz. Aber ihr habt ja alle Möglichkeiten in dieser Runde. Es geht weiter mit Macht und Macher. Das VW-Werk in Baunatal, das ist ja einer der wichtigsten Arbeitgeber in Nordhessen. Und die wirtschaftliche Lage bleibt überschaubar gut, vor allem, da der Betrieb sich einen zukunftsträchtigen Auftrag sichern konnte. Die Frage lautet: Welchen lukrativen Auftrag konnte sich das VW-Werk in Baunatal im Frühjahr 2012 sichern? Die Herstellung von A. Bremsen für alle VW-Pkw, B. Motoren für den E-Golf, C. allen neuen Audi-Getrieben oder D. die Herstellung von vollelektronischen Autositzen. 15 Sekunden ab jetzt. Welchen lukrativen Auftrag konnte sich das Baunataler VW-Werk sichern? Marcel, schießen Sie los. Motoren für den E-Golf? Ja, ich denke mal, Elektromotoren gehören die Zukunft. Und von daher war der Auftrag, da er lukrativ ist, im Frühjahr 2012 durchaus angemessen. Vollelektronische Autositze habe ich noch nie gehört. Audi-Getriebe, denke ich mal, sind eher die Ingolstädter Richtung. Und Bremsen für alle VW-Pkw, ich denke mal, die werden zentral in Wolfsburg hergestellt. Alle Kandidaten sagen B, also Motoren für den E-Golf. Das ist der neue Großauftrag für Baunatal. Und das ist richtig. Das ist richtig, und das Werk in Nordhessen hat sich gegen weltweite Konkurrenz durchgesetzt. Der erste VW-Elektromotor für das Automodell Up wird ebenfalls im Baunataler Werk gebaut. Die Produktion des E-Golfs soll in der zweiten Jahreshälfte 2013 starten. Die müssen schon gut sein, um sich gegen weltweite Konkurrenz innerhalb des VW-Konzerns durchzusetzen. Die Baunataler. Wir sind beim nächsten Thema und das lautet Klatsch und Leute. 2 Minuten und 57 Sekunden. Das ist normalerweise nicht sehr lang. Es kann aber eine sehr lange Zeitspanne sein, wenn man darin eine sportliche Höchstleistung vollbringt. Wie zum Beispiel eine junge Dame aus Darmstadt, die im April 2012 einen deutschen Rekord aufstellte. Die Frage lautet: Wie stellte die Darmstädterin Olga Martinez Alvarez 2012 einen neuen deutschen Rekord über 182 Meter in knapp 3 Minuten auf? Sie A. lief auf den Händen, B. schwamm unter Wasser, C. kletterte senkrecht hoch oder D. balancierte auf einem Seil. Antwort bitte jetzt. 2 Minuten, 57 Sekunden. Ein neuer deutscher Rekord über 182 Meter. Knapp 3 Minuten. Was mag das gewesen sein? Brigitte, schießen Sie mal los. Sie glauben, sie kletterte senkrecht hoch? Ach, ich weiß es nicht wirklich, aber schwamm unter Wasser, das ist natürlich auch noch so ein Ding. Aber 3 Minuten, gut, da muss man halt gut trainiert sein. Deswegen dachte ich, vielleicht irgendwo ganz schnell
kletterte sie senkrecht nach oben. Ihr liegt alle drei daneben. Richtig ist B, sie schwamm unter Wasser. Frau Martinez Alvarez, hier haben wir sie im Bild, hat sich auf Streckentauchen mit Flossen spezialisiert. Und den 182-Meter-Rekord, den legte sie auf der 50-Meter-Bahn des Darmstädter Nordbads mit nur einem Atemzug zurück. Wahnsinn. Große Güte, Wahnsinn, sagt die Brigitte, ich schließe mich an. Keine Punkte, nächstes Thema. 1965 war es. Da eröffnete die größte Bowling-Sportanlage Europas am Frankfurter Henninger Turm ihre Tore und brachte damit den Bowling-Sport nach Hessen. Klar, dass die Hessenschau von diesem Ereignis berichtete. Und ich bitte Sie jetzt zu Hause, liebe Zuschauer, aber natürlich mal vor allem meine Kandidaten genau hinzuhören, hinzuschauen. Gleich werde ich Sie nach einem Detail dieses kurzen historischen Filmbeitrages fragen. Zunächst das Bild. Neben dem Henninger Turm auf dem Sachsenhäuser Berg in Frankfurt befindet sich die größte Bowlinganlage des Kontinents. Oberbürgermeister Brundert eröffnete sie gestern Abend durch einen Wurf mit einer goldenen Kugel. Dieses neue Sportzentrum entstand in fast einjähriger Bauzeit. Die Bowlinghalle ist 70 Meter lang und 40 Meter breit. Jede der 40 Bahnen kostete 55.000 bis 60.000 Mark. 6 Millionen Mark hat ein amerikanischer Sportartikelkonzern für die Anlage ausgegeben. In dem neuen Haus ist an alles gedacht. Jeder Mann kann hier Schuhe ausleihen. Für 80 Pfennig das Paar und gut desinfiziert. Soweit dieser wunderbare Bericht aus dem Jahre 65 von der Hessenschau. Schnell die Frage. Über wie viele Bowlingbahnen verfügte die damals größte Bowling-Sportanlage Europas am Henninger Turm? Waren das A, 25 Bowlingbahnen, B, 30, C, 40 Bowlingbahnen oder D, 60? Die Zeit läuft. 1965. Die größte Bowling-Sportanlage Europas in Hessen. Am Fuße des Henninger Turms in Frankfurt. Oh, und unser Filmmacher schickt das Publikum ins Rennen. Ich gebe das gerne weiter, Thomas, an unser Publikum. Wer hilft unserem Filmmacher-Kandidaten? Was ist da gerade gesagt worden? Um wie viele Bowlingbahnen ging es 1965? Hier ist die Bowling-Sachverständige. Guten Abend, darf ich fragen, wie Sie heißen und woher Sie kommen? Ja, guten Abend, Herr Bombach. Mein Name ist Beate Spiegel-Schäfer aus Hildersbatten. Haben Sie denn gut aufgepasst, Beate? Ja, ich denke, es war die Antwort C mit 40. Beate, ist notiert. Wenn es stimmt, wandern 50 Euro nach Hilders. Was machen wir, Thomas? Ja, ich hatte mich auch schon für C entschieden, meine, das gehört zu haben, aber das kam auch so sympathisch und so souverän rüber. Also da verbietet sich eigentlich was anderes zu wählen. Ich locke die C. Dann gucken wir doch mal, was Brigitte und Marcel glauben, gehört zu haben. Brigitte, schießen Sie los. 30? Ja, da meine zwei Männer hier das andere eingeloggt haben, habe ich wahrscheinlich nicht so richtig zugehört. Also nicht so, ja. Wir gucken mal, ob hier die Zahl 40 Bahnen, 30 Bahnen oder noch was ganz anderes auftaucht. Hier ist der Beweis. Neben dem Henninger Turm auf dem Sachsenhäuser Berg in Frankfurt befindet sich die größte Bowlinganlage des Kontinents. Oberbürgermeister Brundert eröffnete sie gestern Abend durch einen Wurf mit einer goldenen Kugel. Dieses neue Sportzentrum entstand in fast einjähriger Bauzeit. Die Bowlinghalle ist 70 Meter lang und 40 Meter breit. Jede der 40 Bahnen kostete... Da haben wir es gehört, 40 Bahnen. Und die Beate aus Hilders ist mit 50 Euro dabei und freut sich. Guter Joker. Punktestand ist 300 jeweils bei Thomas und bei Brigitte, 250 bei Ihnen, Marcel, aus Altenstadt. Das ist ja immer noch dicht bei dicht. Marcel, Sie führen ein Doppelleben. Das fanden wir alles sehr interessant. Ich meine, Sie könnten es jetzt, guckt ja kein Mensch zu. Kurz mal für uns vier hier so, wollen Sie über Ihr Doppelleben mal reden? Belastet es Sie? Nein, belastend ist es nicht. Es ist eigentlich ein Online-Rollenspiel, wo es um drei Völker geht. Germanen, Römer und Gallier. Die müssen halt probieren, in Gemeinschaft eine Quest zu beenden, dass sie diesen Fluch des Vergreisens ablegen. Und das heißt, Sie sterben auch mal zwischendurch? Ich sterbe auch mal zwischendurch, geht ja genau. Und wie lange machen Sie das so? Also man lebt 111 Tage in einer Generation und dann fängt man wieder bei Null an. Spannendes Doppelleben. Wie viele Leben haben Sie schon hinter sich?
Ich bin jetzt in der 10. Generation. In 9 Tagen trete ich wieder ab und dann geht es mit der 11. Generation weiter. Sie sind schon 9-mal verstorben. Ja. Und werden dann immer mit den Füßen zuerst vom Bildschirm weggetragen und kommen dann wieder rein. Genau. Und sagen, gib mir die Flasche, es geht wieder von vorne los. Tolles Hobby. Einen habe ich noch und das ist die Mundart, meine Lieben. Es geht um einen mittelhessischen Begriff, der einem im Restaurant, wenn Sie dort mal irgendwo einkehren, sehr hilfreich sein kann. Hier ist die Frage. Was versteht man in Gießen unter Mousse? A. Kartoffelpüree. B. Früchtequark. C. Schokoladenpudding. Oder D. Sauerkraut. Antwort bitte jetzt. Was meinen die in Mittelhessen speziell in Gießen mit Mousse? Der Filmmacher sagt Kartoffelpüree. Haben Sie eine vernünftige Begründung? Ja, es ist ja fast peinlich. Ich habe 30 Jahre lang in der Nähe von Gießen gewohnt und so richtig gut in der Begründung habe ich keine. Meine Mutter hat das immer gesagt, Kartoffelbrei. Und das war dann irgendwie so ein Mousse und da habe ich gedacht, es wird Kartoffelmousse gewesen sein. Das ist so meine Begründung dafür. Ihre Mitstreiterin aus Hof Biber, die sagt, nein, das ist Schokoladenpudding. Ich weiß es, oder? Mousse eben, Mousse au Chocolat, Schokoladenpudding. Deswegen habe ich das genommen. Sehen Sie, Brigitte, mir sagt ja hier auch niemand was. Ihr liegt aber alle drei daneben. Nein. Ihr habt die Möglichkeiten A, B und C gewählt und alles ist falsch, denn D ist richtig. Sauerkraut ist gefragt. Dazu werden dann gerne Bauchlappe gereicht, also Bauchfleisch. Ja, so sind sie halt. Man kann immer was dazulernen. Punktestand 2x300, haarscharf dahinter 250. Lieber Marcel, beste Grüße nach Altenstadt, Ihr Hessen-Quizbuch und wir sehen uns nachher noch. Vielen Dank. Und damit willkommen, meine Damen und Herren, in Fragerunde Nummer 3. So, meine Lieben, alles klar? Federn wir noch in den Knien? Alles gut, ich freue mich drauf. Das Finale, es geht um ein Tiergeräusch, ganz am Anfang der 3. Runde. Es geht um Fußball, eine der schönsten Sportarten überhaupt, finde ich. Das wissen aber nicht nur wir Menschen, das wissen auch im Einzelfalle die Tiere, wie unser nächstes Tiergeräusch zeigt. Wir hören mal rein. Soweit das Geräusch. Ganz schnell die Frage hinterher. Wer freute sich hier über seinen Fußball? War das eben gerade A, ein Hund, B, ein Gepard, C, eine Maus oder D, ein Erdmännchen? Die Zeit läuft jetzt. 150 Punkte habe ich zu vergeben. Was haben wir da gerade gehört? Wer freute sich hier gerade über seinen Fußball? Brigitte, haben Sie was mit Tieren zu Hause zu tun? Ja. Was liegt da an? Also wir haben einen Hund, einen Schäfer und Spitzmischling. Ein ganz lieber Schatz. Es ist einfach nur unser drittes Kind sozusagen. Und wenn der mit dem Ball irgendwas spielt, das hört sich anders an. Eine Maus, das fand ich jetzt zu fiepsig. Also das fand ich nett. Ich habe mich eben noch in der letzten Sekunde wirklich umentschieden. Vom Erdmännchen zum Gepard. B, das sagt der Thomas aus Vilmar auch. So. Eine Begründung für den Gepard? Oh, ich finde, das Geräusch war eigentlich glasklar. Also ich habe mir da keine Gedanken. Klar. Glasklar. Jetzt fehlen wir aber nicht hier. Nein. Also ich habe gedacht, Maus und Erdmännchen werden vom Fußball überrollt. Ja. Von der Seite ist mit Spielen da nicht so viel. Und Hund, das wäre mir zu trivial gewesen. Deswegen habe ich so einen Gepard, Fußball, irgendwo im Zoo. Gucken wir doch mal. Klarer Fall von Fußballfreund und Gepard. Also, das ist B und das ist richtig. Der Gepard ist übrigens nur schnell. Stark sind Geparden leider nicht. Das ist auch der Grund, warum sie sich gegen andere Raubtiere immer nur sehr schwer durchsetzen können und warum sie vom Aussterben bedroht sind. Geparden. Schnell, aber nicht kräftig. 2-mal sehr gute 450 Punkte. Nächstes Thema: Stadt, Land, Fluss. Aus Fulda kam 2012
ein neues Postwertzeichen. Und zwar in so geringer Stückzahl, dass sich Sammler ganz schön beeilen mussten. Das Motiv hat natürlich mit Fulda zu tun. Oh mein Gott. Liegt ja nahe. Aha. Oh mein Gott, Stichwort Fulda, sagt die Brigitte. Und jetzt ist meine Frage dran. Zu welchem Anlass wurde 2012 in Fulda eine Briefmarke herausgegeben? A. 10 Jahre ICE-Bahnhof. B. 60 Jahre Kreisstadt. C. 100 Jahre Fulda-Reifen. Oder D. 300 Jahre Fuldaer Dom. Die Zeit läuft jetzt. Meine Kandidaten stöhnen, jammern und schimpfen. Ja. Und da haben wir den nächsten Wunsch ans Publikum. Ach, ja. Brigitte aus Hofbieber fragt. Ich gebe es gerne weiter. Einmal die Runde mit dem Zufallsgenerator. Was war der Anlass für eine Briefmarke, die 2012 in Fulda herausgegeben wurde? Schönen guten Abend. Darf ich fragen, wie Sie heißen und woher Sie kommen? Da naht die Rettung, Brigitte. Ich hoffe es. Mein Name ist Julia Weber. Ich komme aus Schwalmstadt. Julia, dann hoffen wir mal, dass die Schwalmstädterin der Hofbieberin hilft. Ich tendiere zur Antwort D. Dora, Ihr Joker sagt D. Was sagen Sie? Ich vertraue meiner Süßen da hinten und ich nehme jetzt auch D. Thomas, was haben Sie gedrückt? B. Bertha, 60 Jahre Kreisstadt Fulda. Ach, das war auch die Briefmarke. Ja, ich habe mich im letzten Moment von D auf B umentschieden. Und dann habe ich gedacht, so 60 Jahre Kreisstadt, Bundesrepublik Deutschland, irgendwie so sind die Kreise entstanden. Das könnte eigentlich ein ganz guter Anlass sein, da mal eine Briefmarke rauszubringen. Ich würde so machen. Sie würden sie rausgeben, ja. Aber sie hat ja wieder keiner gefragt. Mich fragt ja auch keiner, Thomas. Und Sie, liebe Brigitte, können sich im Anschluss an diese Sendung bei Ihrem Schwalmstädter Joker Julia bedanken. Denn D, 300 Jahre Fuldaer Dom ist richtig. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Herausgegeben wurde diese Marke, nämlich ausnahmsweise, da haben wir sie, vom Bistum Fulda hergestellt, hat sie aber natürlich trotzdem die Post im Rahmen der Aktion Marke individuell. Da haben sie aber Schwein gehabt, Brigitte. Oh. Guten Joker im Publikum sitzen gehabt. Glück hallo, hat. Hallo, hallo. Wir sind beim nächsten Thema und das lautet Macht und Macher. Die Fischzucht in Aquakulturen spielt auch in Hessen eine bedeutende Rolle. 2011 brachten die hessischen Fischzüchter immerhin knapp 580 Tonnen Speisefisch auf den Markt. Hier ist die Frage dazu. Welcher Speisefisch wird in hessischen Aquakulturen am meisten gezüchtet? A. Dorade, B. Forelle, C. Karpfen oder D. Pangasius? Antwort bitte jetzt. Dorade, Forelle, Karpfen, Pangasius. Welcher Speisefisch wird in hessischen Aquakulturen am meisten gezüchtet? 580 Tonnen haben sie produziert 2011. Brigitte, Sie glauben an den Karpfen? Ja, ich Dorade, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, habe ich noch nie gehört. Wird es wohl geben, aber ich bin nicht so ein Fischliebhaber. Pangasius, das habe ich ausgeschlossen. Ich denke nicht, dass es in Hessen irgendwie seinen Ursprung hat oder beziehungsweise irgendwelche Züchtungen. Ja. Forelle, ja, Forelle gibt es ganz viel, aber es gibt auch immer ganz viele Karpfen. Und ich habe mich echt zwischen Forelle und Karpfen und habe jetzt all den Karpfen genommen. Ihr Mitstreiter aus Vilma, der Thomas aus Vilma, sagt B, Forelle, geraten, ja. Gewusst. Ausgeschlossen, wie gesagt, es war eine Frage zwischen B und D wieder mal, wie die vorgehende auch. Dorade habe ich ausgeschlossen, Karpfen habe ich ehrlich gesagt ausgeschlossen. Ich glaube, der ist auch nicht ganz so gängig. Forelle liegt sehr nah. Ich habe mich dann am Schluss auch für die Forelle entschieden, wobei der Pangasius in den letzten Jahren auch gut gekommen ist. Also ich bin dann zum Schluss bei B. Bei der Forelle sind Sie hängen geblieben und das ist richtig. Ja. B stimmt. Gut 4/5 der in hessischen Aquakulturen aufgezogenen Wassertiere sind Forellen. Fischzucht ist übrigens eine nordhessische Spezialität. Fast 3/4 der Speisefische stammen aus dem Regierungsbezirk Kassel, die wissen, wie es geht. Und jetzt geht's weiter bei Punktegleichstand 2x500 mit Klatsch und Leute. Hessen hat seit einiger Zeit einen großen Fan, den Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer.
Der hatte 2010 seinen Kinohit What a Man in Frankfurt gedreht und war von unserem Land offenbar so begeistert, dass auch sein neuer Film in Hessen gedreht wurde. In Frankfurt, in Darmstadt und am Edersee. Jetzt kommt die Frage. Wie heißt der zweite Film, den Matthias Schweighöfer als Regisseur, Hauptdarsteller und Produzent in Hessen gedreht hat? A. Aufreißer, B. Eisbrecher, C. Schlussmacher oder D. Frauenversteher. Die Zeit läuft. Der hat sich zum richtigen Hessen-Fan entwickelt, der Matthias Schweighöfer. What a Man war der Auftakt in Frankfurt. Dann ging es weiter in Frankfurt, Darmstadt und am Edersee. Eisbrecher hieß der Film, sagt der Thomas. Eisbrecher ist der bekannte zweite Film von Matthias Schweighöfer, der hier gedreht wurde. Also ich habe den Rummel um den Dreh in Frankfurt mitbekommen. Okay. Die Damenwelt war außer sich, weil ich glaube am Main gedreht wurde und man war begeistert oder hatte zumindest mal die Chance, Matthias Schweighöfer mal live zu sehen. Und ich wusste auch, dass am Edersee gedreht wurde. Ja, und dann bin ich im Ausschlussprinzip drangegangen und irgendwie bei Eisbrecher geblieben. Brigitte sagt, das ist der bekannte Film Frauenversteher, den ich mir schon zweimal angesehen habe. Nee, ich habe mir den noch gar nicht angesehen. Aber irgendwie hat mir Frauenversteher, ich meinte das ja, mitbekommen zu haben, yeah, in den Medien, yeah, dass es der Frauenversteher ist. Ich finde ihn ja auch ganz toll, den Matthias, aber... Ach, ich weiß nicht. Doch. Der ist zwar ein bisschen zu jung vielleicht für mich, aber schon nett Kerlchen. Vor allen Dingen heißt er Matthias. Sie sagen Frauenversteher, das wäre D. Ihr Mitstreiter Thomas sagt B. Eisbrecher. Ich kann Sie beide beruhigen, denn beides ist falsch. Oh. Schlussmacher C. heißt der Film. Und für die Komödie holte Schweighöfer übrigens auch zwei Urgesteine des hessischen Humors vor die Kamera. Gerd Knebel, Henny Nachtsheim alias Badesalz, die beide zwei Rezeptionisten spielen in einer sehr überzeugenden Aufmachung. Könnte ich mich totlachen, wenn ich das Bild sehe allein. Ihr habt beide keine Punkte bekommen. Nächstes Thema. Heute sieht man sie vor allem bei sportlichen Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Fußballwelt oder Europameisterschaften. Aus allen Fenstern flattern die deutsche Nationalfahne. Offiziell wurde sie zum ersten Mal in Frankfurt gehisst. Aber wann war das eigentlich? Und während ich über die deutsche Nationalfahne, die bei solchen Ereignissen aus allen Fenstern hängt, spreche, hat unser Filmmacher Thomas auf den Risikoknopf gedrückt. Sie sind mit 150 Punkten im Risiko und ich hoffe, Sie sind in Sachen Geschichte firm. Thomas, hier ist Ihre Frage. In welchem Jahr wurde in Frankfurt die Flagge mit den Farben Schwarz, Rot und Gold erstmals offiziell zur Nationalflagge erklärt? 1949, 1918, C, 1848 oder D, 1789? Sie können mal jetzt laut nachdenken, Thomas. Ja, das kann ich tun. Also ich war letztes Jahr noch in der Pfalz. Das liegt zugegebenermaßen leider nicht in Hessen. Ist aber auch ein schöner Landstrich. Gibt es auch außerhalb von Hessen. Man meint, selten, aber... Selten, ja, ja. Es, also es ist in der Tat, man meint es nicht, aber es ist so. Da waren wir auch auf dem Hambacher Schloss. Und da liegt die Ur- oder die eigene oder die ursächliche Nationalflagge. Das war so 1848, also irgendwas, ein Sturm auf das Hambacher Schloss. Also insofern würde ich da mal C einloggen wollen, 1848. Wollen Sie mit mir darüber noch streiten? Ungern, nützt auch nichts. C 1848 logge ich für Sie ein. Sie haben sehr schnell auf Risiko gedrückt, ohne zu wissen, was kommt. Das Risiko war da, Thomas, aber Sie haben gewonnen, denn das ist richtig. C 1848. Stimmt, das ist das, was ich hören wollte. Während der sogenannten Märzrevolution, als in Frankfurt die Nationalversammlung, klar, gegründet wurde. Hier wurden übrigens auch die Farben Schwarz-Rot-Gold in waagerechter Anordnung für die deutsche Nationalflagge festgelegt. Und sie führen mit 650 Punkten zu 500. Thomas, durch einen nackten Mann wurden Sie nüchtern. Das klingt ja ernüchternd. Ja, was ist denn da nun wieder passiert? Es war in der Tat auch ernüchternd. Also wir hatten eine Veranstaltung betrieblich und dann abends fing noch so ein bisschen Feiern und auch ein bisschen Party dran.
Und das ging dann so bis in die Nacht und wir haben dann hier in Frankfurt in einem Hotel übernachtet und wir sind auch, oder ich bin da relativ spät eingecheckt an die Rezeption, habe mir dann meine Chipkarte abgeholt, um dann auf mein Zimmer zu gehen. Bin dann also hoch auf mein Zimmer, hatte auch nicht nur Apfelsaft getrunken an dem Abend, also ich sag mal, ich war auch froh, dass ich da ankam. Ein bisschen gesellig. Gesellig, genau, die Tür aufgemacht, gehe ins Zimmer, kommt mir ein splitternackter Mann entgegen. Wie, die Tür ging auch auf mit die dem Tür Chipping. Ging mit der Karte auf und ich stehe im Zimmer und da kommt mir ein splitternackter Mann entgegen, aus meinem Zimmer, vermutlich, oder ja. mutmaßlich mein Zimmer. Und da war mein Puls dann auf einmal von 0 ziemlich auf 100 oder auf 200 und ich bin dann erstmal runter an die Rezeption und habe mich also fürchterlich geärgert. Und habe dann gesagt, also wenn Sie das Zimmer schon doppelt belegen, dann mögen Sie mir doch bitte das nächste Mal eine nackte Frau aufs Zimmer legen. Ja, 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 ja. Da hätte ich auch jetzt erstmal einen Schreck bekommen. Hat sich dann alles noch aufgelöst? Hat sich alles aufgeklärt. Ganz banaler Fehler der Rezeption. Und Sie schreiben sich mit dem Mann heute noch Mails? Na, wir sind uns auch an diesem Abend nicht näher gekommen. 6,50 bei Ihnen, 500 bei Ihnen, Brigitte. Nächstes Thema und das lautet Mundart und ist das letzte in diesem Spiel. Theoretisch, Brigitte, können Sie noch auf Gleichstand kommen. Wir drücken die Daumen, denn Mundart birgt 150 Punkte. Ja. Irene Dreis aus, jetzt kommt's, Kirchhausen bei Heppenheim, erzählt uns von ihrer Nachbarschaft. Hören Sie mal gut hin. Man soll ja nicht ratschen, aber meine Nachbarsfrau, die hat vielleicht einen dicken Mallet. Hier nun meine Frage. Was hat die Nachbarin von Irene Dreis? Die hat einen dicken A, Ehemann, B, Kater, C, Liebhaber oder D, Hund. 15 Sekunden ab jetzt. Entscheiden darüber, wer das große Hessen-Quiz heute Abend gewinnen kann. Brigitte, was glauben Sie denn für ein Wort gehört zu haben? Können Sie es nachsprechen? Also, die hat ja gesagt, irgendwas mit dicken Margot. Habe ja. ich verstanden, Margot? Ja, die dicke Margot. Und ja. Ich denke mal, weil sie gesagt hat, man soll ja nicht tratschen, aber die hat einen dicken Ehemann. Also das ist so jetzt mein... Brigitte sagt also, es geht um einen Ehemann. Unser Filmmacher sagt, es geht auch um einen Ehemann. Aber nun sprechen Sie wahrscheinlich als Filmmacher nicht unbedingt Kirchhäuser Platz aus der Nähe von Heppenheim. Nee, ist nicht so meine Kernkompetenz. Aber ich habe das auch eher so abgeleitet. Ich habe gedacht, also einen dicken Liebhaber... Ich glaube nicht, dass sie sich dann über den dicken Liebhaber, sondern über den Liebhaber als solches den Mund zerreißen würde. Und dann habe ich mich für den Ehemann entschieden. Wir gucken mal, um was es hier geht. Man soll ja nicht tratschen, aber meine Nachbarsfrau, die hat vielleicht einen dicken Mallet. Und damit geht es um den dicken Kater. B ist richtig, ihr habt beide daneben gelegen. Und damit sind wir am Ende des großen Hessen-Quiz, meine Damen und Herren. Mit dem Hessen-Quiz-Spiel und dem Applaus gehört die Silbermedaille heute Abend. Brigitte Ebert aus Hofbieber, 500 schöne Punkte. Und der Sieger des Abends ist mit 650 Punkten Thomas Häuser aus Villmar. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas. Dann schauen wir uns doch mal zusammen an, welchen Preis Sie heute Abend mitnehmen, Thomas. Mit Condor geht es von Frankfurt direkt auf eine der schönsten Vulkaninseln, und zwar nach Gran Canaria. Es erwarten Sie ein traumhafter Badeurlaub und das 5-Sterne-Lopesan Villa de Conde Resort en Talasso. Hier werden Sie eine Woche lang rundherum verwöhnt, können die Sonne genießen und die Seele mal so richtig baumeln lassen. Wir wünschen unserem Hessen-Quiz-Gewinner einen traumhaften Aufenthalt. Thomas Häuser aus Villmar heißt der Sieger des großen Hessen-Quiz. Das ist Ihr Pokal, lieber Thomas. Und ich bitte euch alle vier noch mal zu mir. Klasse, habt ihr euch geschlagen. Das war's auch schon fürs große Hessen-Quiz, meine Damen und Herren. Sie können gerne auch einmal mitquizzen. Melden Sie sich bei uns beim Hessen-Quiz, beim Hessischen Rundfunk. Wir freuen uns auf Sie. Gute Unterhaltung bei den nachfolgenden Sendungen an dieser Stelle. Und wir sagen auf Wiedersehen spätestens am nächsten Sonntag, wenn es heißt, das große Hessen-Quiz. Schönen Abend noch. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier die Vorschau für Dings vom